Wie du dein Testosteron steigern kannst, um deinen Sexdrive zu erhöhen. Willkommen zurück hier am Mittwoch. Heute soll es um das Thema Testosteron steigern gehen, aber nicht um unnatürliche Formen, wie du spritzt dir Testosteron in deine Arschbacke, sondern um natürliche Wege, die auch du nutzen kannst, um dein Testosteron zu steigern, dadurch einen höheren Sexdrive zu haben und dann mehr Motivation zu haben, die Frauen anzusprechen oder allgemein in der Konversation mit der Frau mehr Antrieb zu haben, dir auch wirklich die Nummer zu holen und dann das Ganze auch auf ein Date und weiterführendes weiter zu pushen. Also es gibt ein paar Sachen, mit denen du auf ganz natürliche Weise deinen Testosteronhaushalt erhöhen kannst und davon will ich dir hier die wichtigsten mitgeben. Zum einen ist das allererste ist Krafttraining an sich. Ja, wenn du Krafttraining machst, dann steigert das deinen Testosteronwert auf Dauer, gerade dadurch, dass du auch Muskeln aufbaust. Das heißt, wenn du Sport machst, dann versuch, dass du auch ein paar von diesen Kraftübungen mit einbauen kannst. Wenn du gerade vielleicht keinen Sport machst und du überlegst, hey, welche Sportart könnte zu mir passen, überleg dir, ob Kraftsport zu dir passen könnte. Wenn du dich in einem Fitnesscenter anmeldest, hast du natürlich auch den Vorteil, dass du Cardio-Sportarten wie Fahrradfahren oder Laufband direkt mitmachen kannst. Hast du also zwar quasi zwei Fliegen, die du mit einer Klappe schlagen kannst. Ja, Kraftsport ist die erste Sache. Viele von diesen Dingen, die dein Testosteron erhöhen können, drehen sich auch viel um Bewegung und auch um die Themen Ernährung, vor allem gesunde Ernährung, aber dazu gleich noch ein bisschen mehr. Also Kraftsport als erste Sache, um dein Testosteron zu erhöhen und dann kommen wir mal zum Thema Ernährung, denn da gibt es auch ein paar Dinge, die du beachten solltest, um deinen Testosteronhaushalt auf einem guten Level zu halten. Zum einen solltest du, wenn möglich, Zucker aus deiner Ernährung rauscutten. Ich rede hier von Industriezucker, nicht unbedingt von allen Zuckerformen, denn wenn du jetzt zum Beispiel eine Banane isst oder du isst ein Vollkornbrot, dann wird das natürlich auch in Zucker umgewandelt in deinem Körper. Davon rede ich allerdings nicht, sondern von den Industriezuckerformen im Maßriegel, im Red Bull, in der Cola und so weiter. All das sind Sachen, die deinen Testosteronwert senken können. Was dein Testosteronwert in der Ernährungsrichtung hingegen steigern kann, sind gewisse gesunde Fette. Ja, gesunde Fette aus zum Beispiel Avocado, aus Eiern, aus Fisch wie Lachs, also einfach Fette, die einen guten Omega-3, Omega-6-Haushalt zueinander haben. Walnüsse, Nüsse allgemein sind da sehr, sehr gut. Wenn du diese Dinge mehr in deine Ernährung einbaust, kann das einen großen Effekt haben. Dann ist es so, dass du auch Kreatin benutzen kannst. Kreatin ist eines der besten oder der besterforschtesten Nahrungsergänzungsmittel mit sehr, sehr vielen Studien, die belegen, dass da nicht viel schädliche Sachen dran sind, sondern ganz im Gegenteil, dass viele sehr positive Effekte hat. Zum einen die Steigerung deines Testosterons. Es gibt sogar Leute, die sagen, hey, auch ein Kardiosportler oder jemand, der nicht Kraftsport macht, könnte Kreatin nehmen und es wäre sinnvoll für ihn. Ich bin kein genauer Wissenschaftler, deswegen kann ich diese Aussage nicht belegen. Ich selbst nehme aber auch Kreatin, 3 bis 5 Gramm am Tag, mache natürlich auch ein bisschen Kraftsport nebenbei. Aber es ist eine Sache, die ich nur empfehlen kann und die neben der testosteronsteigenden Wirkung noch andere positive Wirkungen, wie zum Beispiel auf die Konzentrationsfähigkeit hat. Und das Ganze ist vom Preis her sehr, sehr günstig. Du bezahlst, glaube ich, für, ich weiß nicht, ein Kilo relativ gutes Kreatin 15 Euro und das hält dann für die nächsten 3-4 Monate. Von daher ist es kein großes Geldinvestment. Also wenn du da von der Nahrungsergänzungsseite rangehen möchtest, ist es eine der besten Möglichkeiten, die auch nicht schädlich für dich ist. Nicht wie wenn du dir Testosteron in den Arsch spritzt und dann dein ganzer Haus da durcheinander kommt und du irgendwann Herzprobleme hast und drauf gehst mit 40, weil du Scheiße gebaut hast. Das wollen wir natürlich nicht, deswegen nehmen wir da ganz schnell Abstand von. Die nächste Sache ist, und das ist so eine klassische Basic-Sache, aber ich will sie hier einmal erwähnt haben, gesunder und ausreichender Schlaf. Vor allem wenn du trainieren gehst, wenn du Kraft trainieren gehst, dann macht es sehr viel Sinn, dass du auch ausreichend und gesund schläfst, damit du überhaupt erstmal diese Muskelregeneration tragen kann, damit die erstmal zustande kommen kann. Davon abgesehen ist allerdings trotzdem guter Schlaf an sich eine sehr wichtige Sache für deinen Testosteronhaushalt, denn mit wenig Schlaf geht auch meistens ein größeres Stresslevel für deinen Körper einher und das ist ein Gegenspieler von solchen Hormonen wie zum Beispiel Testosteron. Die andere Sache, die du machen kannst, die Sache, die noch dazu kommt, ist, dass du dafür sorgen kannst, dass ich vollkommen vergessen habe, was ich jetzt sagen wollte. So, jetzt habe ich mich voll verhakt und musste noch einmal nachschauen, was ich eigentlich sagen wollte, aber jetzt geht's weiter. Die andere Sache ist, oder die nächste Sache ist, dass du durch ein Kaloriendefizit, durch weniger Essen, vor allem in den Abendstunden, deinen Testosteronhaushalt am Morgen steigern kannst. Viel dreht sich dabei auch immer um das Thema Bauchfett, also je größer
größer dein Bauchumfang, je größer dein, man nennt das viszerales Fett, das Fett unter deinem Bauchfett, also mehr im Innenbereich deines Bauches, je geringer das ist, desto höher ist dein Testosteronwert. Das heißt, wenn du aktiv Bauchumfang abnimmst, indem du zum Beispiel Kalorienzufuhr ein bisschen verringerst oder indem du Kraftsport machen gehst und allgemein dich sportlich betätigst, das hat auch einen großen Einfluss auf dein Testosteronspiegel. Das heißt, wenn du gerade ein bisschen übergewichtig bist und dich wunderst, hey, ich habe irgendwie nicht so richtig den Sexdrive, dann liegt das sicherlich daran, dass dein ganzer Hormonhaushalt ein bisschen durcheinander ist durch dieses Übergewicht und auch dadurch, dass du vielleicht zu wenig Sport machst, denn das ist ein ganz wichtiger Faktor für die Testosteronbildung und eben diese gesunden Fette, die ich erwähnt habe. Das sind alles Sachen, die du ausprobieren kannst, die du benutzen kannst, die sich auch relativ einfach in den Alltag integrieren lassen. Ja, also Sport zu machen, sich gesund zu ernähren, sollte sowieso auf dem Tagesplan eines Mannes stehen, der sich, der sein Leben optimieren möchte. Solche Sachen wie Kreatin als Nahrungsergänzungsmittel, klar, das muss man nicht unbedingt machen, das kann man machen, aber auch sowas wie gesunder Schlaf oder auch mal vielleicht ein bisschen weniger essen und einfach gucken, dass man seinen Körper allgemein in den Griff bekommt, sind natürlich Sachen, die allgemein sehr viel Sinn ergeben. Wenn du dazu noch Fragen hast, schreib sie mir gerne in die Kommentare. Wenn du merkst, du brauchst mal einen Boost, was dein Testosteron angeht, dann nutze diese Mittel, nutze diese Möglichkeiten und dann wird das mit deinem Testosteron nach oben gehen. Vergiss nicht, den Zucker aus der Ernährung rauszuschmeißen. Das ist einer der größten Störfaktoren für eine gute Testosteronbildung. Und dann freue ich mich, dass du heute hier warst. Hier links neben mir kannst du den Channel abonnieren. Unter mir kannst du dich für eine kostenlose Beratungssession bewerben, in der wir einen Plan für dich erstellen, wie du deinen Erfolg mit Frauen erhöhen kannst. Unten rechts geht's zum letzten Video auf diesem Channel. Geil, dass du da warst. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Ciao.